Ich willkommen euch herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Das letzte Mal waren wir eigentlich nur Obsidian suchen und sind dann auf eine verlässliche Quelle von Loot gestoßen. Ja, zumindest war sie für kurze Zeit eine verlässliche Quelle. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie gelootet. Obwohl immer noch Zeug drinnen ist, also falls wir was brauchen, können wir es uns ja holen. Dann werde ich einmal in der Folge nachgucken. Falls ich immer sage, oh, den Lawn in der einen Kiste, den hätte ich gebraucht, weil da kann ich mir einen schönen Rasen machen. Dann gehe ich hier runter und hole mir den und hole alles andere auch, damit sich hier niemand aufregt. Aber heute gesetztes Ziel, die Scale-Rüstung, die wir ja eigentlich machen wollten, weswegen wir ja das Obsidian geholt haben, fertig zu machen. In den Nether geht es dann erstmal in einer späteren Folge. So, hat ja gut funktioniert. Ja, da. Gut machst du das. Du lernst ja schon fast schwimmen hier. Schön. Ich baue mich hier jetzt einfach mal rüber. Tolle Entscheidung. Okay. Das nervt. Warum mussten wir uns auch hier ansiedeln? Warum nicht irgendwo, keine Ahnung, in der Wüste? Nee, der werte Herr musste ja unbedingt in einem Eisbiom sein. Weil er dieses Biom ja so sehr hasst. Und deswegen musste er dort sein. Gute Entscheidung. Lasst mich nie wieder entscheiden, in welchem Biom ich mich ansiedle. Darauf. Wie auch immer ich das... Intelligenter Mensch. Super, 2 Minuten damit verschissen, dass wir hier raufkommen. Wenn ich den Weg kennen würde, wäre sie ja um einiges einfacher. Natürlich fließt das Wasser auch um die Ecke. Das ist einfach das, was Wasser so tut. Wenn es einfach mal aus einer Eisquelle für eine Ewigkeit rausfließt. Realismus. Ach Gott, ich könnte mich stundenlang aufregen. So. Dann machen wir zu. Dann können wir ja auch leichter wieder rauf. Nein, es ist Tag. Gut. Jetzt brauchen wir... ein bisschen Platz im Inventar. Ich mag das nicht, wenn das so voll gepackt ist. Dann brauchen wir 2 von denen. Die Hexical Essence nehme ich mal raus, einfach für die. Da haben wir unsere andere Hexical Essence und die Scale Rüstungsteile. So, jetzt brauchen wir mal 2 Hexical Diamonds. Die craftet man so. Und dann machen wir die Boots. Die Stiefel, die Boots. Gingen irgendwie so. Ja. Und der Helm ging so. Perfekt! Wir haben eine komplette Scale-Rüstung. Gleich mal verzaubern mit Unbreaking und Protection. Hier auch Protection 1. Um,
Unbreaking 1. Einfach weil ich weiß, dass das Zeug extrem schnell kaputt geht. Protection 1, Unbreaking 1. Und nochmal hier, Protection 1, Unbreaking 1. Und dann sind unsere ganzen Level auch schon weg. So, jetzt ziehen wir die an. Und dürften jetzt, wir haben Strength, Resistance und Fire Resistance. Also, die perfekte Rüstung für mich. Die Thief-Rüstung, glaube ich, lässt uns schneller laufen. Irgendeine andere Rüstung. Also die ist. Ja, Thief und was gibt's noch? Irgend so eine andere Rüstung, die lässt uns dann. Gibt uns dann Night Vision. Aber ich frage mich gerade, gibt es eigentlich andere Chests? Chests gibt's andere. Ja. Aber ich hätte gerne eine Chest, die mir was bringt. Ich weiß, dass die gibt, aber die lassen sich dann nicht sortieren. Gibt's eigentlich? Nein. Es gibt ein Crafting-Rezept, da kann man gleich aus den Blöcken mehrere Kisten machen, was ziemlich praktisch ist. Aber das geht hier nicht. Ich werde auch vielleicht offscreen, wenn es die Leute verlangen, in einer Folge mal Inventar sortieren und Kisten sortieren. Da kann man ja dann entscheiden, wollen wir das offscreen, wollen wir das unbedingt in einer Folge haben. Die Essenzbüsche. Komm, hier hin. Da, wo ich mir immer schön wehtue. Die Partikeleffekte gehen mir auf die Nerven. Kann man das? Perfekt. Glaube ich. Hoffe ich. Mal gucken. Was passt hier alles rein? Was passt hier alles rein? Ich hätte gerne. Ja, weißt du was? Vorher das alles einsortieren. Was einsortieren? Einsortierbar ist. Und dann das, was nicht einsortierbar ist. Perfekt. Jetzt ist es Nacht. Jetzt kann ich pennen gehen. Und meine Tür immer noch nicht machen. Beziehungsweise zumachen. Was ich mal machen sollte. Sollte ich wirklich. Aber ich bin zu faul. Ich bin einfach zu faul. Schokobo ist fertig. Perfekt. Dann schauen wir mal. Da haben wir unsere Lavaligüsals. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein Set Lavaligüsal. Ja. Perfekt. Eine goldene. Perfekt. Die brauchen wir dann für die Golden Chocobos. Glaube ich. Dass wir nur die goldenen, also dass wir sie nur für diese Art von Schokobo brauchen. Ich hoffe es. Und ich weiß, dass wir mit einer Hoe wieder über einige Stellen drüber gehen sollten. Und ich weiß, dass wir vielleicht auch mal einen anderen Garten anlegen sollen. Aber ich glaube sogar, dass wir die Güsals selber essen können. Nein, können wir nicht. Nein. Aber vielleicht können wir aus den Güsals irgendwie was zu essen. Ja, Güsal Cake. Naja, das ist aber nicht der, den wir essen können. Dieser Raw Pickles können wir essen. Genau. Da brauchen wir Zucker. Ja, müssen wir nur Zuckerrohr holen. Red Güsals, Pink Güsal, was bringt das? Was bringt es? So. Genug der Fragereien. Ein weiblich. Ein weib.
Weil. Männlich. Ein männliches, ein weibliches. Ich sollte vielleicht mich daran erinnern, dass ich Partikel habe. Ja, wieder zwei gelbe Chikobos. Super. Ich muss das irgendwie anders machen. So. Ja. Die Partikeleffekte könnten stören. Obwohl, man sieht sie nur dann deutlich, wenn man mal nicht läuft. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ob euch das stört. Oder wisst ihr was? Noch besser hier Umfrage. Stimmt da mal ab, ob euch die Partikeleffekte stören oder nicht. Dann können wir die ausschalten oder nicht. Wir werden sehen. So. Warum kriege ich nur gelbe? Ich muss das jetzt nachlesen. Weil sonst werde ich hin und wieder mal ein paar von den Schokobos töten müssen. Ja, und ich habe mit meinen Fingern geknackst, falls man das gehört hat. Tut mir leid. Es ist eine Abhängigkeit. Beziehungsweise ein Reflex. So, das war aber gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte mir mein Schokopedia suchen. Ja, das war wahrscheinlich in dieser Kiste. Nein. Wo ist mein Schokopedia? Wo ist das denn? Ah, hier. Das war zwar ein anderes. So, Mutations? Ich glaube schon. Güssel-Mutations. Aha. Okay, mit Golden Güsels hat man eine noch höhere Chance. Ja, dann werden wir das nächstes Mal, wenn wir breeden, probieren. Denn ich möchte nicht nur gelbe Schokobos, ja. Denn die sind langsam und kacke. Ja, schaut euch das an. Das ist nicht schnell, so schnell laufe ich auch. Und springen können sie auch nicht hoch. Läufst du schneller? Nee. Gut, dann lass mich runter. Gut. Weg damit. Weg. Ah, ich hätte echt gern ein grünes oder ein blaues Schoko. Warum? Ist dieses Schokobo heraus? Und es. Nein! Das darfst du nicht. Na toll! Noch dazu eines der weiblichen Schokobos. Wo ist das jetzt hin? Kann mir das jemand sagen? Kleiner. Entschuldigung. Na, der bist. Hä? Fünfmal.
Ich hinterfrage es einfach mal nicht, dass du jetzt weg warst. Oder du? Aber stören tut's mich trotzdem. Aber egal. Ich verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.